die Barrikaden, auf die Barrikaden, yeah. Wow, sowas hat Gießen noch nicht erlebt. Als Oberbürgermeister dieser Stadt stehe ich fassungslos und freudig an dieser Stelle, dass wir so viele sind und diesen Umzug gemacht haben. Von 15.000 ist die Rede, die heute hier auf der Straße waren. Dass Sie ja alle und dass Sie alle gekommen sind und in anderen Städten Deutschlands alle aufstehen, Gesicht zeigen und den Mund aufmachen, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Als ich heute Mittag um 3 hierher gekommen bin, stand hinten eine Frau, zog mich und sagte: Herr Oberbürgermeister, ältere Dame, Sie wissen schon, das ist die erste Demo, die ich in meinem Leben mache. Und das zeigt, die Botschaft ist angekommen. Wir sind breit auf der Straße. Menschen merken, jetzt gilt es. Das sehen wir heute hier und das ist großartig. Unser Netzwerk ist größer. Unser Netzwerk ist stärker. Und deshalb ist es wichtig, dass unser Bündnis Gießen bleibt bunt so quicklebendig ist. Und sich so breit getragen von Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und vielen weiteren Vereinen und Institutionen auf dieser Demonstration zeigt. Und das reicht ja über die hinaus, die wir so auf dem Logo sehen. Das Spektrum ist ja noch viel, viel breiter und das ist wichtig und gut so. Denn was jetzt zählt, ist eine überwältigende Zahl von Menschen, die diesem Aufruf gefolgt ist. Das macht mich als Oberbürgermeister glücklich und es stimmt mich zuversichtlich, dass wir wirklich gut aufgestellt sind, um unsere offene, plurale, demokratische Gesellschaft zu verteidigen. Gießen ist eine bunte Stadt, eine vielfältige Stadt. Menschen aus über 150 Nationen leben hier bei uns zusammen. Viele von unseren Bürgerinnen und Bürgern, auch die mit einem deutschen Pass, blicken in ihren Familien auf eine Migrationsgeschichte zurück. Schon deshalb darf in dieser Stadt kein Platz sein für völkisches Gedankengut, für Rassismus und identitäre Ideologien. Am 15. September 1935 trat in Nazi-Deutschland das Reichsbürgergesetz in Kraft. Man teilte deutsche Staatsangehörige ein in Menschen von sogenannten deutschen Blutes und die anderen. Das war die Grundlage, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die inmitten der Gesellschaft lebten, immer weiter zu entrechten, in Ghettos zu schicken, zu deportieren und am Ende millionenfach zu ermorden. Die Enthüllungen des Korrektivteams erinnern in erschreckender Maße an diese dunkle Zeit in unserer deutschen Geschichte. Sicher? Damals herrschte ein rassistisches Regime in Deutschland, während die nun bekannt gewordenen Pläne bei einem privaten Treffen diskutiert wurden. So wurde argumentiert, dass eigentlich geheim gehalten werden sollte. Aber das war, und das muss uns bewusst sein, 1935 in Deutschland auch nicht anders. All das, was dort geschah, wurde in den Jahren vorher geplant, bevor die Nazis die Macht übernommen hatten. Und das müssen wir sehen, wahrnehmen und das haben wir heute hier getan. Und gerade weil wir die Geschichte kennen, müssen wir laut ausrufen: Nie wieder ist heute. Und man möchte hinzufügen: Während den Anfängen. Aber die Bedrohung unserer Demokratie und der Menschenrechte hat längst das Anfangsstadium überschritten. Deshalb müssen wir bereit und entschieden sein und dem entgegentreten und allen, die sich auch nur in der Nähe solcher kruden Ideologien aufhalten, uns entschieden entgegenstellen. Wir müssen von jedem erwarten, dass er sich entschieden absetzt und nicht in den Verdacht kommt, an dieser Stelle irgendwie zu sympathisieren. Unterstützt es nicht, wenn eine Partei sagt, sie sei demokratisch gewählt worden. Das ist nicht ein Beleg dafür, dass sie nicht in der Nähe dieser Ideologie ist. Ganz im Gegenteil, und wir wissen das, und das haben wir heute deutlich gemacht. In Deutschland haben fast 24 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund. Mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung
soll sich also nicht sicher fühlen, ob sie nicht deportiert werden. Ob mit deutschem Pass oder nicht. Und die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Verfolgung schnell weitere Kreise ziehen kann. Unter den Nazis wurden nicht alle Jüdinnen und Juden verfolgt, sondern auch ihre sogenannten volksdeutschen Ehepartner, gemeinsame Kinder, Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch Andersdenkende. Und auch jetzt wurden Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, ebenfalls wurde ihnen angedroht, deportiert zu werden. Es kann und soll sich, so die Idee, in diesem Land niemand sicher sein, nicht von diesem völkisch-identitären Furor getroffen zu werden. Und das nehmen wir wahr und das wissen wir. Und deswegen ist unser Bündnis auch so breit. Und das ist die Stärke, dass wir einen Schulterschluss haben, der diese Breite in der Gesellschaft hat. Danke dafür. Ich sage als Oberbürgermeister dieser Stadt, wir gehören zusammen mit all den Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind eins. Sie sind elementarer Teil unserer Kultur, unserer Wirtschaft, unseres Alltags. Wir sind Nachbarn. Wir sind Kollegen und Kolleginnen. Wir sind Freunde und Freundinnen. Oft genug sind es Familienangehörige. Wir gehören zusammen. Auch heute hier bei dieser Demo. Und das soll so bleiben. Deswegen sind wir hier und stellen uns denen entgegen, die an unserer Demokratie und Weltoffenheit sägen wollen. Wir haben ein Integrationsproblem. Wir haben das Problem bei denen, die nicht bereit sind, sich in diese offene, plurale Gesellschaft mit ihrer Vielfalt zu integrieren. Dort haben wir ein Integrationsproblem. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Wir sind mehr, unser Netzwerk ist breit, unser Bündnis ist groß. Ich danke allen, die das heute gezeigt haben. Wir werden Ihnen den Platz nicht geben, den Sie sich nehmen wollen. Danke! Ich habe gehört, ich soll wieder Stimmung machen. Also holen wieder alle Ihre Handys raus, damit es einen schönen paar Bilder gibt. Nämlich jetzt ist es auch wieder dunkel. Oder jetzt ist es dunkel. Alle die Handys raus! Dann den Feuer. Nee, das habe ich nicht gesagt. Licht, falls ihr irgendein Licht habt. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden! Wehrt euch, leistet Widerstand! Gegen den Faschismus, leistet Widerstand! Ein Kanon machen wir draus! Auf die Barrikaden! Wehrt euch, leistet Widerstand! Wehrt euch, leistet Widerstand! Wehrt